Muskelmasse zu haben ist gesund, denn es beeinflusst unseren Stoffwechsel, unser Wohlbefinden und unsere langfristige Gesundheit. 5 kleine Tipps, die können schon helfen, Ihre Muskelkraft jetzt schnell und dauerhaft vor allem zu steigern. Muskeln sind wichtig. Muskeln sind auch schön, klar, aber Muskeln sind vor allem gesund. Und dieses Statement, Muskeln sind gesund, werde ich jetzt gleich noch genauer erklären. Fürs erste einmal reicht es aber, das festzuhalten und das zu wissen. Und das ist wichtig. Das gilt nicht nur für Sportler, sondern für uns alle. Und warum? Da wir nach dem 30. Lebensjahr im Schnitt so circa jährlich 1% unserer Muskelmasse verlieren. Deswegen ist es wichtig, unbedingt dagegen zu halten, was dagegen zu tun, quasi einen Puffer aufzubauen. Denn Muskeln können uns bis ins hohe Alter langfristig fit und mobil halten. Muskeln sind wichtig, um ein qualitativ hochwertiges, langes Leben zu haben. Muskeln sind essentiell also für ein langes Leben mit hoher Lebensqualität. Wie wir schnell stärker werden und Muskeln aufbauen können, auch gerade jetzt, da Muskeln für uns vielleicht wichtig sind, weil es schön aussieht, genau das schauen wir uns jetzt einmal an. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel und mit meinem YouTube-Kanal möchte ich einen Beitrag leisten, medizinisch verständlich und korrekt aufzuklären über Krankheiten, Ursachen dieser Erkrankungen, aber auch was man selber dagegen tun kann. Und da gehört natürlich so Themen wie Ernährung, aber auch Sport, Muskeln dazu. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Um es einmal so zu sagen, Muskeln, unsere Muskulatur, das ist ein Luxusproblem. Muskeln sind ein Luxusproblem für unseren Körper. Warum? Denn wir verbrauchen eine Menge Energie. Wir brauchen richtig viel Energie, um diese Muskeln dauerhaft versorgen zu können. Anders gesagt, wenn wir die Muskeln nicht brauchen, das heißt also, wenn wir die nicht benutzen, nicht herausfordern, nicht trainieren, dann versucht unser Körper, diese wortwörtlich verschwinden zu lassen. Deswegen ist Muskeltraining ja auch so wichtig. Wenn wir damit aufhören, kennt vielleicht jeder, dann merkt man nach ein paar Wochen, Monaten, wie die Muskeln wieder zurückgehen. Denn wie gesagt, Muskeln sind für unseren Körper ein Luxusproblem. Die gute Nachricht aber ist natürlich, dass uns diese notwendige Energie in der Nahrung heutzutage sowieso ausreichend zur Verfügung steht und wir eher dazu ja tendieren, langfristig zu viel Energie aufzunehmen. Wir sind ja eher zu dick als weit weg von irgendwie unterernährt, zumindest hier bei uns in Deutschland. Wir haben also genug Energie. Am Energiemangel quasi sollte es nicht scheitern. Und Studien wie diese hier zeigen, dass sinnvolles Training den Alterungsprozess tatsächlich wirklich verlangsamen kann. Doch, und deswegen schauen Sie wahrscheinlich auch jetzt das Video. Ich meine, was im Alter irgendwann passiert, das juckt uns meistens jetzt nicht, leider. Auch für alle anderen, die einfach jetzt schnell Muskelkraft aufbauen wollen, Muskeln bekommen wollen, gibt es eine Menge Tipps, die uns schnellen Trainingserfolg bringen können. Und wenn Sie selbst erlebt haben einmal, dass Sie monatelang zum Training gegangen sind zum Beispiel, ohne Fortschritte zu machen, ohne dass die Muskulatur gewachsen ist, dann ist genau dieses Video jetzt einmal richtig für Sie. Denn es gibt 5 teilweise minimale kleine Tipps, die aber einen riesigen Unterschied machen können. Von vielen aber noch nicht richtig beherzigt werden, nicht richtig umgesetzt werden. Und genau die nenne ich jetzt. 5 Tipps für mehr Muskelkraft. So, und mit den folgenden 1, 2, 3, 4, 5 Tipps decken wir die 5 grundlegenden Elemente des Trainings ab, die es erst ermöglichen, erfolgreich und schnell und dauerhaft auch Fortschritte zu machen. Es gibt quasi so ein paar Grundprinzipien, die wichtig sind. Das sind die Big Points quasi, die man macht und die sollte man beherzigen. Den einen oder anderen Tipp haben Sie bestimmt auch schon mal gehört. Auch hierbei ist es wichtig, einmal zu bedenken, dass vor allem das Zusammenspiel aller Faktoren den Trainingserfolg bestimmt. Das ist auch einer der häufigsten Fehler eigentlich. Man fokussiert sich auf eine bestimmte Sache und man vergisst die anderen Sachen dabei. Achten Sie dabei immer bitte darauf, sich nicht zu überfordern natürlich und Verletzungen zu riskieren. Und damit sind wir jetzt auch schon direkt beim ersten Tipp. So, und kurz an dieser Stelle aber ein Einwurf, nämlich einmal den Hinweis auf meinen Ratgeber. Und genau dieser Ratgeber hier, das ist ein Ratgeber zum Thema Muskelaufbau, Körperfett reduzieren. Wie kann man gezielt Muskeln aufbauen? Mit welchen Nährstoffen, mit welchen Supplements ist das möglich und nötig? Und genau darum geht es hier einmal in diesem Ratgeber. Also gerne schauen Sie einmal in meinen Shop rein. Tipp Nummer 1, das richtige Training. Unser Training, welche Übungen wir machen. In welcher Reihenfolge etc., wie viel Wiederholung, das ist natürlich Kernstück. Den Satz muss ich gleich noch einmal in Beziehung auch setzen, aber natürlich macht das Training, also die Auswahl der Übungen und der Belastung, einen Großteil des Trainingserfolges aus, logisch.
Wie schnell Sie Fortschritte sehen, hängt zum einen davon ab, wie sinnvoll Ihr Trainingsplan ist, wie viel Zeit Sie investieren können und wie gewissenhaft Übungen auch durchgeführt werden. Schon das ist ein Aspekt, der oftmals vernachlässigt werden. Zum Glück gibt es aber, finde ich, auch sehr viele gute Beiträge auf YouTube, auf TikTok etc., wo man oft immer sehr gut die Ausführung von Übungen sieht. Dazu kommt dann die Konstanz über einen langen Zeitraum. Denn im Training kann es immer wieder, und das ist wichtig zu wissen, zu Plateaus kommen, an denen der Fortschritt stagniert. Das ist normal. Davon darf man sich nicht entmutigen lassen. Grundsätzlich erkennt man ein gutes Training aber an diesen Merkmalen. Nämlich, es sollte abwechslungsreich sein und möglichst viele Muskelgruppen umfassen. Sie wollen ja nicht einen dicken Bizeps haben und ganz dünne Waden als Beispiel. Wenn Sie nicht gerade sehr speziell für eine Sportart trainieren, sollten Sie darauf achten, den Körper immer gleichmäßig zu trainieren, Ganzkörpertraining zu haben und den Trainingsplan alle 8 bis 10 Wochen anzupassen, von mir aus alle 12 Wochen, 14 Wochen, wie auch immer, aber immer wieder auch neue Reize setzen. Dazu sollten Sie am Ende des Trainings, auch wichtig, nicht vollkommen ausgepowert sein. Wählen Sie die Belastung lieber so, dass Sie bei ca. 80-85% der Maximalbelastung sind, vielleicht auch mal mehr ausnahmsweise, 90-95%, und am Ende noch circa so 2 bis 3 Wiederholungen machen könnten. Warum? Gerade am Anfang kann ein Trainer auch dabei helfen, natürlich die richtige Ausführung zu überprüfen. Aber wenn man sich zu sehr auspowert, macht man schneller Fehler in der Ausführung. Und vor allem, irgendwann hat man ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Deswegen tun Sie mir 2 Gefallen. Erstens, Sie minimieren die Verletzungen und Sie entscheiden von Beginn an punktgenau, welche Muskeln Sie mit welcher Übung ansprechen wollen. Deswegen bitte am Anfang gerade nehmen Sie einen Trainer. Tipp Nummer 2, Muskeln wachsen in Pausenzeit. Nach dem Training ist dann Pause angesagt. Wobei Regeneration, und ich sage aktive Regeneration, definitiv das richtige Wort dafür ist. Viele machen gerade am Anfang den Fehler, zu schnell zu viel zu wollen und überlasten sich. Und die Folgen sind dann Verletzungen, Trainingspausen vor allem. Und durch Trainingspausen verliert man im Prinzip viel mehr, als man durch Training bis zum Anschlag gewinnen kann. Tipp Nummer 2 deshalb, ausreichend Regenerationsphasen einplanen. Gerade als Einsteiger und im höheren Alter, auch wenn wir älter sind, da benötigt der Körper mehr Pause. Bewegen können Sie sich trotzdem. Aktive Erholung steigert die Regeneration sogar etwas. Also aktive Regeneration, das ist das Schlüsselwort. Und das macht auch Spaß. Ausreichend Schlaf ist aber mindestens genauso wichtig, wie diese Studie einmal zeigt. Und das heißt, Sie sollten so auf mindestens 8 Stunden pro Tag kommen, tendenziell sogar eher mehr, wenn möglich. So, und das sollte unser Ziel sein. Denn einerseits wachsen die Muskeln, besonders in der Ruhephase, da nur da die kleinen Verletzungen in den Muskeln repariert werden können. Wir brauchen also Ruhephasen zur Reparation und zum Wachsen der Muskulatur. Gleichzeitig erhöht eine sinnvolle Regeneration, eine aktive Regeneration, auch unsere Trainingskapazität, weil wir schneller fit sind und häufiger neue Reize setzen können. Training ist also ein andauernder Prozess, und das ist wichtig zu verstehen, ein andauernder Prozess zwischen gezielten Muskelverletzungen quasi, die machen wir durch das Training, absichtlich eine Muskelverletzung, und der Reparatur in der Regeneration, in der Pause, bei der der Muskel dann sozusagen wächst, stärker wird. Und so entsteht dann mehr Muskelkraft, mehr Muskelmasse auch. Aktive Regeneration gehört also zum Training dazu, sollte Teil des Trainings wirklich sein. Und man muss sagen, aktive Regeneration ist auch wunderbar, macht Spaß und kann man einfach mal genießen auch. Tipp Nummer 3, das gehört auf den Teller. Das Training beginnt in der Küche, das ist ja eine alte Weisheit. Und jeder Bodybuilder lebt das auch Tag ein, Tag aus. Da dreht es sich so viel um Ernährung, da so richtig so. Für unsere Muskeln benötigen wir die richtige Versorgung. Gerade in der Regenerationsphase muss unser Körper unbedingt mit allem versorgt werden, was Muskeln benötigen. Und was brauchen Muskeln? Natürlich Proteine. Proteine stehen also an erster Stelle. Eine ausreichende Flüssigkeitsversorgung an zweiter, auch immer sehr wichtig. Eine proteinreiche Diät, um das mal zu sagen, mit vielen fettarmen tierischen Produkten wie Eiern, Hähnchen oder hellem Fisch, beziehungsweise Bohnen, Soja, Nüssen, so als vegetarische Alternative, bilden den Grundpfeiler für eine gute Ernährung für mehr Muskelkraft. Und hier habe ich für Sie einmal richtig gute Rezepte ausprobiert, die ich auch sehr mag, die genau das nämlich liefern, was unser Körper nach dem Training gezielt braucht. Muskeln aufzubauen, mehr Muskeln zu bekommen, benötigt auch Energie, habe ich ganz am Anfang des Videos auch einmal gesagt. Und das bedeutet, dass wir dem Körper auch zusätzliche Energie geben müssen.
Wenn wir mehr Muskeln wollen, brauchen wir Energie. Das ist ganz wichtig. Hauen Sie also ruhig richtig rein, wenn Sie Muskeln aufbauen, wenn Sie sozusagen in der Muskel- oder in der Massephase sind. Solange es proteinreich ist, profitieren die Muskeln auch von dem Plus an Eiweiß. Im Muskelaufbau benötigen wir so circa, und das wird ja auch oft diskutiert, aber so 1,5 bis 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Und das ist richtig viel, das ist eine ganze Menge, die wir über die Nahrung erst einmal hereinholen müssen. Und weil das gar nicht so einfach ist, muss ein weiterer Fokus auf der Ernährung nämlich liegen. Wir müssen also gezielt Nahrungsmittel zu uns nehmen, die genug Proteine haben. Ansonsten schaffen wir nicht diese 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und nicht umsonst sagen auch erfahrene Muskelmänner immer wieder, dass Muskeln zu 50% in der Küche gemacht werden. Ganz vereinfacht also. Und nur damit Sie so ein Gefühl kriegen. Profi-Bodybuilder machen eine Massephase, also wo der Muskel wächst, damit er größer wird, damit er mehr Kraft hat, mit viel Kalorien vor dem Training, reichlich Kohlenhydrate, natürlich auch immer massig Proteine, um Muskeln aufzubauen. Und dann geht es in einer Definitionsphase mit dem Ziel, Körperfett extrem zu reduzieren, damit man die Muskeln schön sieht. Vereinfacht da viele Proteine weiterhin, aber weniger Kalorien, vor allem gute, schlaue Kalorien, also gute Kohlenhydrate. Ein bisschen kann man davon auch auf uns Normalos übertragen und das zu verstehen, aber einmal ist so wichtig für das Grundverständnis von Muskelaufbau und Muskeldefinition bzw. Sichtbarkeit, wozu man halt dann wenig Körperfett benötigt. Also Körperfett reduzieren tut man, indem man weniger Kalorien zu sich nimmt, so einfach wie das klingt. Tipp Nummer 4, Shakes, Pulver, Supplements. So, und dieser Tipp ist jetzt auch wichtig. Man muss häufig auch sagen, dass wahrscheinlich auch das Proteinpulver dann in der Küche steht, denn es ist nun mal schwer, an diese 1,5 bis gar 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu kommen. Denn, ja, Proteinshakes gehören für viele einfach dazu. Früher galt es ja noch so als anrüchig und grenzte irgendwie für manche schon an Doping. Doch mittlerweile kennt man die Vorteile vom Proteinpulver nicht nur zum Trinken nach dem Sport, vielleicht auch damit zu kochen. Und weil gleichzeitig frühere Risiken in Studien widerlegt werden konnten, wo man oft gedacht hat, oh, deswegen ist das Proteinpulver vielleicht auch gefährlich, aber konnte man viel widerlegen. Deswegen heutzutage ist es wirklich Standard und genau darauf gehe ich auch in meinem Ratgeber ein. Viele Menschen, vor allem auch Ältere, greifen mittlerweile auch zu Proteinshakes und das ist auch gut und richtig so, weil sie damit ihre tägliche Proteinmenge besser erreichen als über die Ernährung. Also Proteinshakes sind nicht nur was für Bodybuilder. Und diese Studie zeigt, wie sinnvoll das sein kann, weil Proteindrinks neben dem Muskel auch zum Beispiel die Verdauung positiv beeinflussen. Weitere sinnvolle Supplements sind Koffein, Kreatin, Nitrat, auch die erwähne ich und diskutiere ich hier in meinem Ratgeber, die alle in kontrollierten Studien wie dieser hier für Kreatin nachweisen konnten, dass sie den Muskelaufbau wirklich unterstützen und weitere Prozesse auch auslösen. Auf der zweiten Stufe, also sagen wir mal so nicht ganz so wichtig, auch der wissenschaftliche Nachweis nicht so ganz gegeben, sind dann Supplements wie BCAAs, ATPs, Citrullin, die in Studien verschiedene Ergebnisse zeigen, generell aber für einen Versuch sich lohnen. Wenn Sie selbst bemerken, dass die Supplements helfen, können die eine gute Ergänzung natürlich für Ihr Training sein. Als Beispiel Citrullin einmal. Da ist es so, regelmäßig 8 Gramm Citrullin steigerte dabei in dieser Studie hier direkt die Maximalkraft und senkte die Muskelschmerzen nach dem Training. Und das ist ja genau das auch, was wir letztlich wollen. Trotzdem aber würde ich sagen, sofern Sie nicht professionelles Bodybuilding betreiben und vor allem auch langfristig Sie eine gesunde und ausbalancierte Körperformation, aber trotzdem wichtig natürlich ist, dann empfehle ich eher zurückhaltend mit Supplements zu sein und eher zu überlegen, welche Nährstoffe sind wichtig, welche brauche ich und wie schaffe ich das durch eine bewusste, ausgewogene Ernährung. Oftmals ist es aber so, viele von uns denken, dass sie sich gesund, bewusst ernähren. In Wirklichkeit tun wir es aber nicht und es ist uns gar nicht bewusst, wie oft wir eigentlich vielleicht ja, einen Nährstoffmangel haben, weil wir nicht das Richtige essen. Das ist ein schwieriges Thema und deswegen an dieser Stelle verweise ich nochmal auf meinen Ratgeber, wo ich genau darauf eingehe. Da finden Sie alle Informationen dazu. Jetzt schauen wir aber erstmal weiter. Tipp Nummer 5, die perfekte Unterstützung. Ich habe vorhin ja schon einmal die Rollen von Trainern auch angesprochen und auch gesagt, dass ich glaube, dass es sinnvoll ist, gerade zu Beginn einen Trainer mal wirklich sich sozusagen zu gönnen, der über die richtige Übung schaut, dass man es richtig ausführt, auch vielleicht sich mit Ernährung schon beschäftigen. Großen Fitnessketten oder in Fitnessketten, da gibt es natürlich große Unterschiede bei der Qualität der Trainer, klar.
Trotzdem ist ein guter Trainer eine absolute Abkürzung zu mehr Muskeln, zu mehr Muskelkraft und einem insgesamt besseren Wohlbefinden. Wirklich, es lohnt sich, das sich mal zu gönnen. Ein Profi kann Ihnen ganz zielgerichtet noch mehr Tipps geben, die Ernährung genau beobachten und gleichzeitig die Trainings, also auch die Belastung und auch die Regeneration, vor allem auch die Ausführung coachen. Also es sind viele verschiedene Aspekte. Und vor allem, ein Trainer gibt Motivation. Wissen Sie selber, wenn Sie mal vielleicht nicht so richtig Lust haben, heute zu trainieren, aber Sie wissen, Sie haben so einen Trainer im Nacken, aber gut, dann muss ich halt trainieren. Unterm Strich also haben wir ja 5 große Stellschrauben, an denen wir drehen können, ob das nur kleine Detailveränderungen irgendwie sind oder direkt die ganze Ernährung vielleicht angepasst werden sollte, müssen Sie selbst entscheiden. Ich empfehle, jeden dieser Aspekte zu betrachten, um mal zu schauen, wo ist da die größte Baustelle und an der quasi zu arbeiten. Und diese Kombination, diese 5 Aspekte, das ist quasi ja die Geheimformel für schnelles und gesundes, dauerhaftes Muskelwachstum. Bedenken Sie aber dabei, dass die sinkende Muskelmasse eins der Hauptprobleme, wie gesagt, im Alterungsprozess ist. Und deswegen dieses Video auch. Mir geht es nicht nur darum, dass man irgendwie einem Schönheitsideal nacheifert, sondern Muskeln sind wirklich wichtig für uns. Und wir können quasi jetzt den Puffer bauen, eine Reserve sozusagen schaffen für später, wenn wir älter sind. Jetzt schreiben Sie gerne einmal Ihre Tipps auf und vor allem verraten Sie einmal, ob Sie gezieltes Muskeltraining machen oder nicht, ob Ihnen die Bedeutung von Muskeln bisher überhaupt so wichtig war. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.